Hansa Rostock gegen den ersten FC Hallo zu SWR Sport. Ich freue mich sehr, dass bei diesem Kracher ein absoluter Drittliga-Experte bei uns im Studio ist. Hallo Marcel Ziemer. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen jetzt aber, was vor diesem Spiel zu sagen hat, vor allem weil die Leistung gegen Meppen im Abstiegskampf noch nicht so gestimmt hat. Ja, wird nochmal sensibilisiert, was es jetzt heißt. Es geht in die Kurve. Irgendwann geht's auf. Ihnen hat damals bei Kaiserslautern alles angefangen. 5 Jahre waren Sie da, dann 4 Jahre in Rostock. 238 Mal in der dritten Liga im Abstiegskampf stecken? Nee, tatsächlich nicht. Ne? Weil gerade aus der Region ist es ja, der FCK ist das, das Heiligtum, sage ich mal, in der Region. Und da ist natürlich schwierig, dass so ein Verein da in so einer Lage jetzt aktuell ist. Wie schwer wird es heute gegen Ihren Ex-Club, gegen Rostock? Ja, wenn man die Saison so sieht, da sieht man schon, dass Rostock sehr stabil ist. Natürlich auch Qualität haben, das wird mit Sicherheit schwer. Aber ich sage auch, dass Lautern auch Qualität hat, gerade individuell, um das Spiel auch da zu gewinnen. Also mal schauen, ob Sie die heute auf den Platz kriegen. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Hansa Rostock empfängt den ersten FC Kaiserslautern. Ihnen ganz viel Spaß mit der ersten Halbzeit und unserem Kommentator Michael Bollenbacher. Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, ihr beiden, wo wir hier Jens Härtel sehen, den Rostocker Trainer, bei diesem Traditionsduell, wo so eine Prise Brisanz und eine Brise Ostsee in der Luft liegt. Und das Duell, das nach so viel mehr klingt, mit Lautern hier in den roten Trikots und Elias Huth, der heute im Sturm sozusagen den Hut auf hat. Auf der anderen Seite ein Ex-Lauterer hier mit Jan Löhmannsröben zu sehen, inzwischen bei Hansa Rostock unter Vertrag. Wird Lautern hier heute mal erfolgreich unterwegs. Hansa in den blau-weißen Trikots, die Roten Teufel traditionell in Rot in der ersten Hälfte von rechts nach links. Manuel Gräfe, großer Name vor diesem Spiel. Und auch ein großer Schiedsrichter, 1,96 groß. Zu den Aufstellungen Hansa Rostock, da hat Jens Härtel, der Trainer, die Heavy Rotation angeworfen. 8-mal wechselt er im Vergleich zum 0:1, überraschend ja unter der Woche verloren beim bis dato Tabellenschlusslicht Lübeck. Er unter anderem neu drin. Tobias Schwede, Kaiserslautern, 3 Veränderungen von Marco Antwerpen. Wo es die erste Ecke zunächst mal für Rostock gibt. Schauen wir drauf auf die Veränderungen. Kraus, Hercher und Huth, den habe ich schon angesprochen. Rücken ins Team für Rieder, Kleinsorge und Hanslik. Tim Rieder, bisher gesetzt, fällt mit muskulären Problemen kurzfristig aus. Das also eine Schwächung. Kevin Kraus, erster Einsatz unter Marco Antwerpen und die erste Ecke für Hansa Rostock. Redondo befreit zunächst mal. Und das erste Foul, da haben wir Hendrik Zuck eben gesehen. Der ist drin und Philipp Hercher eben auch neu drin. Wir schauen mal, wie sich das Ganze formiert. Im Vorfeld hat Rostocks Trainer Jens Härtel gesagt, es ist immer schwierig vorherzusehen, wie die Antwerpen-Mannschaften so spielen. Im internen Trainerduell sozusagen steht es übrigens bei 3 Duellen 3:0 für Jens Härtel. Also da hat Marco Antwerpen noch was aufzuholen. Wollen wir hoffen, aus lauterer Sicht, dass das heute mal passiert. Ihm ist nach dieser überraschenden Niederlage im Derby gegen Lübeck. Heidenheimer, jetzt mal Kaiserslautern mit dem Ballgewinn und Kapitän Jean Zimmer. Ritter im Zusammenspiel mit Philipp Hercher. Versucht hier den Tunnel Und Lautern setzt sich das erste Mal so ein bisschen fest in der Rostocker Hälfte. Im Hinspiel gab es ein 0:0 zwischen diesen beiden Teams. Würde man jetzt rein tabellarisch, wenn der Dritte gegen den 16. spielt, vielleicht unterschreiben. Andererseits braucht Lautern die Punkte. Es sind nur noch 12 bis Saisonende. Cifci, defensive Mittelfeldspieler, auch unter Antwerpen seit dem Trainerwechsel gesetzt. Und gut mitgearbeitet von Elias Huth. Gleich wieder in Ballbesitz, kein Foul und die Chance zum schnellen Umschalten für Hansa. Verhoek ganz vorne drin, aber Zuck aufmerksam für die Roten Teufel. Ritter mit dem unfreiwilligen Ballgewinn und dann könnte es mal schnell gehen. Redondo gegen Löhmannsröben, gegen den Ex-Lauterer. Erster Abschluss, vierte Minute. Kenny Prince Redondo, so ist es richtig, 26 Jahre. Auch heute wieder in der Startelf, wenn sie einen vermissen. Marvin Pourier, wie schon zuletzt gegen Meppen, nicht berücksichtigt. Offiziell heißt es Fitnessprobleme, hält sich individuell fit mit dem Athletiktrainer. Werden wir vielleicht noch vertiefen können, dieses Thema. Schauen wir erstmal auf den FCK ohne Marvin Pourier. Ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn man sich rein die Statistik anschaut. 7 Saisontore von 25 hat Marvin Pourier erzielt. Aber ich habe gestern auch noch mal mit Marco Antwerpen drüber gesprochen. Es geht darum, sich für ihn in einen guten Zustand einfach zu bringen. Also Marco Antwerpen macht keinen Halt vor großen Namen. Hier haben wir noch mal Manuel Gräfe. Pfeift hier diesen Einsatz von Enes Uaim gegen Verhoek. Und hier haben wir Jens Härtel. Hansa bereitet ihm buchstäblich schlaflose Nächte. Er hat überhaupt nicht geschlafen, hat er gesagt, nach diesem 0:1 gegen Lübeck. Alle Szenen nochmal durchgegangen. Und jetzt 8-mal durchgewechselt bei seiner Mannschaft. Die Niederlage war natürlich nicht so eingeplant. Und Lautern kann das auch nicht recht sein, dass Lübeck gegen Rostock gewonnen hat. Rücken dem FCK auf die Pelle. Und haben noch ein Spiel weniger in der Hinterhand. Genauso wie Uerdingen, die mit deutlich weniger spielen. Das kommt auch noch dazu für Kaiserslautern. Also heute muss eigentlich mindestens mal ein Punktgewinn her, wenn man nicht weiter Richtung Regionalliga schielen möchte. Uaim durchsetzungsstark, dann aber Neidhart, Rostocks Rechtsverteidiger. Und Gräfe unterbindet wieder das Spiel. Manuel Gräfe, seit 99 DFB-Schiedsrichter, 11-mal Bundesliga gepfiffen in dieser Saison. Das dritte Mal dritte Liga, 2-mal Rostock, die jetzt mit Härtel. Er heute Seite an Seite mit Kevin Kraus, der wie gesagt unter Marco Antwerpen noch gar nicht zum Zug kam in diesen 4 Spielen. Schön weitergeleitet von Ritter. Spiel geöffnet auf Zuck. Hendrik Zuck jetzt mal mit der Möglichkeit. Huth und Hercher da mitgelaufen. Also Philipp Hercher offensiv zu finden. Zuletzt gegen Meppen ja mit der Torvorbereitung zum 2:2 eben auf Elias Huth, genau diese beiden beteiligt. Aber die Siege fehlen natürlich weiterhin. 14 Unentschieden, nur 4 Siege, einen nur zu Hause. Also die Auswärtsstatistik tatsächlich besser beim einstmals so heimstarken Club aus der Pfalz. Spahić. Der Bosnier suboptimal, direkt angelaufen. Hohes Pressing von Rostock. Aber Herzog dann mit dem Foul gegen Hendrik Zuck. Hier haben wir Marco Antwerpen. Im Derby-Sieg gegen Waldhof und dann beim 1-1 gegen München gleich mal die gelbe Karte gesehen. Will mehr sehen von seiner Mannschaft. Der Fokus vor allem im Umschalten von Defensive auf Offensive gelegen. In dieser Trainingswoche ist jetzt 4 Spiele bei Lautern. 1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Fünf Punkte aus vier Spielen, so rum. Mittelmaß, war mehr drin auf jeden Fall. Kraus mit Zimmer. Der zuletzt ebenfalls ausgewechselt wurde. Ja, 5-mal gewechselt, Marco Antwerpen innerhalb von 3 Minuten. Sein komplettes Wechselkontingent erschöpft. Und das dürfte abseits sein. So ist es. Von Kenny Redondo. Vor der Saison neu gekommen von Greuther Fürth. Viel Zweitliga-Erfahrung, wie so einige bei Kaiserslautern, also Indivi Hansa Rostock, die hier im Ostseestadion in diesem Jahr 2021 4-mal gespielt haben in der dritten Liga. 4 Siege. Zuletzt vor 2 Wochen gegen Waldhof Mannheim mit 1:0 erfolgreich. Neidhart. Roter. Und Lautern mit Mühe, die Rostocker hier vom Tor fernzuhalten. Machen das Spiel breit, aber der passt dann nicht. Also auch bei Rostock noch die Zuspiele, die Passsicherheit noch nicht so da, wie Jens Härtel sich das gewünscht hat. Klar, 8 neue auf dem Feld, das ist schon einiges. Abschluss einmal nach 10 Minuten. Einen gesehen, von in die gefährliche Zone gekommen. Omladič mit dem Ballverlust. Jetzt mal die Chance für Enes Uaim, den Kreativgeist bei Kaiserslautern. Neuzugang aus Sandhausen, in der Winterpause gekommen. Im Tausch mit Yannick Bachmann, Kaufoption ist da. Und auf der anderen Seite schon der andere 18er. John Verhoek mit großen Schritten auf die Lauterer der letzten Linie. John Verhoek, Topscorer der Rostocker, 8 Tore. Das ist bisher nicht schlecht, wie ich finde. Versucht sich da immer wieder mit Ballgewinn, mit schnellem Umschalten dann. Räume zu erarbeiten, wie hier. Der ist aber etwas zu lang für ihn hier, für Enes Uaim, den 23-Jährigen. Boris Notzon noch zuständig für diesen Transfer. Neuer Geschäftsführer Sport, Sie haben es gehört, Thomas Hengen, nah an der Mannschaft dran. Sitzt auch beim Spiel auf der Bank, so als Bindeglied. Und wieder Hercher dazwischen. Guter Ballgewinn. Philipp Hercher. Und Kolke. Also nächste Chance, nächste kleinere Ansage von Kaiserslautern. Markus Kolke muss ran, der 30-Jährige. Von ihm eingeleitet, nicht optimal gespielt auf Schwede. Da spritzt Hercher dazwischen. Versucht ihn da noch durchzukriegen, meine ich, auf Redondo. Kolke wachsam. Erste Ecke für Kaiserslautern. Und Redondo übernimmt. Abseits wird reklamiert. Aber dürfte die nächste Ecke geben, auch wenn sich hier Redondo, der Deutsch-Spanier, ein bisschen wehgetan hat. Aber gibt den nächsten und diesmal nicht von ihm ausgeführt, so wie es aussieht. Diesmal Ritter. Verteidigt von Löhmannsröben und der Nachschuss von Hendrik Zuck. Ja, bei ihm hat es schon mal nach einer Ecke geklappt. Im Nachsetzen sozusagen gleich beim ersten Spiel unter Marco Antwerpen gegen den Waldhof getroffen. Zum 0:1 auswärts und hier mit der starken linken Klebe etwas abgerutscht, aber nicht ungefährlich. Viertelstunde rum, Lautern mit Chancen plus. Das kann man schon mal festhalten. Und Rostock hier wieder mit dem suboptimalen Abschlag von Kolke. Lautern ist auch körperlich präsent, stemmt sich hier dagegen. Das hat Marco Antwerpen auch im Vorfeld gesagt. Wir sehen uns auf Augenhöhe. Es gibt eigentlich keine Übermannschaft in dieser Liga, außer vielleicht Dynamo Dresden, die vorne ihre Kreise ziehen. Aber ansonsten die Kogge aus Rostock auch nicht unbezwingbar. Waren in letzter Zeit immer knappe Siege, vor allem gegen Verl hier nach 0:2, noch 3:2 gewonnen im Ostseestadion und auch zuletzt vor einer Woche gegen Viktoria Köln nach Rückstand noch 2:1 dann gewonnen. Ritter und Kevin Kraus. Zuletzt beim 0:1 beim Endspiel für Jeff Saibene im Einsatz gewesen gegen Wiesbaden auf dem Betzenberg. Mit etwas Mühe dann der Ballgewinn für Hansa. Immer noch das formstärkste Team der Liga, trotz dieser Niederlage gegen Lübeck zuletzt. Vor der Niederlage 7 der letzten 8 Spiele gewonnen, richtig stark unterwegs gewesen. Aber Lautern macht das hier bislang sehr gut. Uaim, ist der Platz da? Nee, richtig gut aufgepasst von Nico Neidhart, dem Rechtsverteidiger. Im Zusammenspiel mit Omladič, dem Slowenen. Da haben wir ihn. Klare Formation bei Hansa im 4-2-3-1 mit Rother und ihm hier Bentley Baxter Bahn, der schönsten Alliteration im Drittliga-Fußball. Und Neidhart. Lautern kommt wieder dazwischen und löst das bislang gut. Hercher. Der ist zu weit für Elias Huth. Endlich der Knoten geplatzt, könnte man sagen. Erstes Saisontor beim 2:2 gegen Meppen, hat sich aufgedrängt, hat sich ins Rampenlicht gespielt für Marco Antwerpen. Auch deshalb hat er wohl den Vorzug bekommen vor Daniel Hanslik. Auch viel mehr Potenzial vorhanden. In einer Saison 14 Mal getroffen. Für Zwickau in der dritten Liga bislang nur ein Tor. Und das nach 26 Spieltagen. Hier haben wir einen Kapitän, Jean Zimmer. Auch mit ihm Antwerpen zuletzt nicht ganz zufrieden gewesen. Allerdings muss man dazu sagen, bei Jean Zimmer, dem Betze-Rückkehrer, wurden erhöhte Entzündungswerte im Blut festgestellt. Hat Medikamente bekommen. Mal sehen, wie lange er heute durchhält. Also da stimmt's körperlich nicht zu 100%. Hier haben wir ihn. den Marco Antwerpen ja zurückbeordert hat. Auf die Rechtsverteidigerposition. Zuvor häufiger im rechten Mittelfeld gespielt. Unter Salbene, seit er da ist zumindest. Rückkehrer aus Düsseldorf. Vorne immer wieder Redondo, hier haben wir ihn, und Huth, die hoch anlaufen. Die Rostocker Defensivreihe, hier sehen Sie es ganz gut. Und auch deswegen hat Kolke bislang Probleme. Da muss dann der Sechser Björn Rother das Aufbauspiel mit einleiten. Roßbach, Ex-KSC. Mann mit dem Helm, am Helm gut erkennbar. Und Schwede, er spielt für Schärf, der mit der 5. gelben Karte heute ausfällt. Der nominelle Linksverteidiger. Erste gefährliche Situation mal vielleicht hier im Strafraum. Aber Lautern macht das bisher ziemlich gut. Jetzt wird es vielleicht richtig brenzlig. Aber sie verteidigen damit 6, 7 Mann im 16er. Und sind eng am Gegner. Neidhart. Gut geklärt von Kraus. Und Omladič auflegen kann der, nicht optimal geklärt. Omladič zuletzt gegen Waldhof den Siegtreffer vorbereitet. Von Neidhart. Und Huth macht da den Ball gut fest. Und versucht, Zimmer mitzunehmen, der hier gleich auf Redondo weiterleitet. Kann er jetzt mal seine Fähigkeiten hier ausnutzen? Kenny Prince Redondo, nächster Abschluss. Wenn auch nicht besonders gefährlich für Markus Kolke. Noch kein Torschuss für die Kogge aus Rostock. Also die Ostseewelle ist hier noch nicht besonders groß. Lautern gibt bisher den Wellenbrecher, wenn man es mal so nennen möchte. 4 Torabschlüsse. Hercher und Zuck mit den gefährlichsten. Auch hier stehen sie wieder gut. Und auch Elias Huth, der arbeitet nach hinten mit. Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass Lautern ein gutes Auswärtsspiel macht. Vor 2 Wochen gegen den FC Ingolstadt, auch gegen ein Top-Team, richtig gut gespielt. Dann unglücklich noch verloren. Eigentlich den Punkt verdient gehabt, auf jeden Fall. 84. hat es dann geklingelt. 60% Ballbesitz. Und hier Jan Löhmannsröben, der ehemalige Lauterer, der eigentlich gar nicht gehen wollte. Aber über Umwege dann wieder in der 3. Liga gelandet ist bei Hansa Rostock. Jetzt mal die Möglichkeit für Rostock. Da kommt er und da ist Roßbach ganz frei. Damian Roßbach, der Neuzugang aus Karlsruhe, in die Innenverteidigung gerückt. Sven Sonnenberg hat sich zuletzt eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, nur auf der Bank. Für Riedel hat es nicht gereicht. Das war eine dicke Möglichkeit. Wenn er den besser platziert, dann klingelt's. Hier haben wir es nochmal. Maßgenau, und dann hat er eigentlich freie Bahn. Cifci nicht eng genug dran. Nochmal gut gegangen. Hier haben wir ihn. Der Mann mit dem Helm nach Schädelbruch 2017. Aber auf der anderen Seite jetzt Freistoß, gute Freistoßgelegenheit für Kaiserslautern. Ritter unter anderem und Zuck stehen bereit. Gräfe muss noch mal sortieren. 0-1! 25. Minute. Und es ist der Mann, der ganz plötzlich wieder zurückgefunden hat in die Startelf von Marco Antwerpen, Kevin Kraus. Fast hätte es auf der anderen Seite geklappt, aber er macht es besser. Richtig stark eingelaufen. Mit schönem Schnitt versehen und dann setzt er sich energisch durch. Dass er Kopfbälle kann, das ist nichts Neues, der Ex-Heidenheimer. Kevin Kraus, erstes Saisontor. Und das ist verdient, kann man mal sagen, nach 25 Minuten. Und das wird ihm gut tun. Nachdem er heftig in der Kritik war, auch einer von mehreren natürlich, unter Jeff Saibene noch. Also geht doch für Lautern die Führung. Und das ist mal wichtig. Zuletzt gegen Meppen zweimal zurückgelegen, gegen Ingolstadt kein Tor geschossen. Jetzt mal mit der Führung in der ersten Hälfte. Wie gegen Waldhof vielleicht ja ein gutes Zeichen. Und das letzte Tor von Kevin Kraus am 7. März 2020, also fast auf den Tag ein Jahr her. Und er, Jens Härtel, der definitiv zu machen. Legt sich das Bällchen nochmal sogar mit Paderborn. Zweimal aufgestiegen in die zweite und in die erste Liga. Und jetzt mit dem Freistoß versucht das direkt, ja, als gefährlicher Aufsetzer, kein Problem für Kolke. Interessante Schusstechnik, klar, kann, wenn es dumm läuft, auf diesem Geläuf. Den Ball verliert im Verbund mit Philipp Hercher. Rother und Bahn ebenfalls, also von dem her ist Lautern dann schnell wieder in der Formation. Und Rostock spielt hier fehlerbehaftet. Wieder versucht, das haben sie bestimmt im Training probiert, bei Ballgewinnen dann direkt vertikal in die Spitze zu spielen. Auch wenn nicht jeder Ball ankommt, sie versuchen es direkt und machen ein richtig gutes Auswärtsspiel. Hier haben wir Jan Löhmannsröben, war ja Publikumsliebling in Kaiserslautern. Legendär sein Spruch, der Schiedsrichter soll mal Cornflakes zählen gehen. Nach einem Unentschieden in Zwickau damals, da sind ganze Fanscharen nach Frankfurt gekarrt mit Kopf. Aber nach der Saison 2019 ging es dann nicht weiter, Vertrag nicht verlängert. Laut ihm per SMS die Trennung bekannt gegeben. Eigentlich wollte er es krachen lassen, so Jan Löhmannsröben wörtlich. Aber er spielt jetzt um den Aufstieg mit, während Kaiserslautern den Abstieg in die Regionalliga verhindern möchte. Und das bislang, wenn sie so weiterspielen, auch schaffen sollten. Redondo. Ja, Gräfe lässt das weiterlaufen. Kurz Aaron Herzog gesehen, der sich nach dem Spiel in Köln in die Elf gespielt hat. Jetzt richtig gutes Auswärtsspiel gemacht mit einem Assist. Scheint angekommen zu sein. soll auch ihn beliefern. John Verhoek, der Niederländer, auch mit ganz viel Erfahrung ausgestattet. Nicht nur bei Lautern, natürlich auch bei Hansa Rostock, 177 Mal in der zweiten Liga gespielt. Aber bislang gut im Griff von den Roten Teufeln. Also bislang hat Marco Antwerpen tatsächlich alles richtig gemacht, auch wenn der Ausfall von Rieder natürlich unfreiwillig war. Nach einer halben Stunde bleibt weiterhin festzuhalten. Lautern steht bis auf die eine Ausnahme beim Kopfball von Roßbach bombenfest. Gutes Umschaltverhalten. Sie sind eng dran an den Männern. Selbst Kraus, der Innenverteidiger, hier eben mit dem aggressiven Anlaufen. Redondo, Kolke immer wieder mit Problemen, sich zu befreien. Und 5 Torabschlüsse inklusive des Tores in der 25. Minute lassen diese Führung absolut verdient dastehen für Kaiserslautern. Kleinsorge übrigens nicht drin. Das hat Marco Antwerpen schon im letzten Auswärtsspiel bei Ingolstadt gemacht, rein taktisch. Hier passt Zug auf, unter dem Applaus der Bank. Stark der Einsatz und Uaim. Gut weitergeleitet auf Zug. Jetzt der Abschluss vielleicht. Redondo könnte es direkt probieren, leitet nochmal weiter. Nächste Chance für Marlon Ritter. Nächstes Ausrufezeichen. Ja, Redondo hätte es selbst machen können. Das war aber eigentlich dann doch noch die bessere Alternative, wie ich finde. Ritter blank gewesen. Das sieht gut aus. Viel Bewegung bei Kaiserslautern da. Die Passstaffetten passen und dann muss es Ritter probieren. Schauen wir mal, ob der reingegangen wäre. Ja, schwer zu sagen. Zumindest hätte Kolke da richtig scharf rangemusst. Und auch Philipp Hercher wieder offensiv dabei. Tut dem Offensivspiel der Lauterer gut. Er, der ja unter Sabine auch teilweise als rechter Verteidiger gespielt hat, heute klar im Mittelfeld zu finden. Winkler. Gesetzt unter Antwerpen, hat gesagt, wir müssen eigentlich 6 bis 7 Spiele gewinnen, war vergangene Woche bei uns zu Gast bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Der gebürtige Münchner und Marco Antwerpen, der 49-Jährige, hat sein Team richtig gut eingestellt, der ehemalige Stürmer. Der 21. FCK-Cheftrainer in 21 Jahren, das ist auch mal eine Kaiserslautern, dass er mal Kontinuität reinbringt. Körper. Das Foul nicht gepfiffen gegen Ritter. Lautern beschwert sich, aber Ritter ist schon wieder auf den Beinen und hat schon wieder den Ball. Jetzt aber von Manuel Gräfe, dem 47-Jährigen, dann gepfiffen. Herzog auf der 10 bei Rostock, noch ohne Akzente bislang. Pfiff absolut vertretbar. Ja, das liest sich auch in der Aufstellung wieder. Es sind nämlich gleich 4 dabei. Mit Löhmannsröben, Schwede, Türpitz, Rother, die zusammengebaut. Sie kennen sich, sie schätzen sich, sie funktionieren gut. Aber heute bislang noch nicht, kann man mal festhalten. Jan Löhmannsröben auf allen hoch angelaufen. Und das ist die Gefahr, diese hohen Bälle. Weil vorne so ein Schrank drin steht wie John Verhoek, der sich jetzt aber erstmal wehgetan hat. Wenn ich es richtig sehe, ja, das ist Verhoek. Vor diesen langen Bällen hat Marco Antwerpen gestern im Gespräch noch mal gewarnt. Dann lauern sie auf die zweiten Bälle. Aber hier war das einfach nur ein kleiner Auffahrunfall auf Winkler. Also ich habe da keine aktive Bewegung gesehen von Alexander Winkler. Aber die Nase des Niederländers schmerzt offenbar. Mehr anschauen, die Szene. Jetzt muss Avdo Spahić erstmal seine Mauer sortieren. Omladič steht bereit. Und das ist Philipp Türpitz, gebürtiger Baden-Württemberger aus Laupheim bei Ulm. Neuzugang aus Sandhausen. Ebenfalls viel Zweitliga-Erfahrung. Die beiden stehen bereit. Omladič oder Türpitz gegen Spahić. Türpitz, Spahić! Wie schon die letzten Spiele, aufmerksam. Eine Bank hinten drin. Der Bosnier Avdo Spahić, gebürtiger Berliner. Nach dem guten Versuch von Philipp Türpitz. Wäre eng geworden. Aber Spahić mit seinen langen Armen lenkte noch um den Pfosten. Hier haben wir Bentley Baxter Bahn. 9 Torbeteiligungen bisher in dieser Spielzeit. Brenzlige Situation. Jetzt aber die Chance zum Konter. Über Zimmer, wenn er den rüber bekommt. Das muss die Gelbe geben. Dann gibt es fast schon das 1 gegen 1 für Marlon Ritter. Richtige Entscheidung von Gräfe. Erste Gelbe für Nik Omladič, den Slowenen. Vierte Gelbe, keine Konsequenzen, aber hier ganz klar tritt Zimmer auf die Ferse. Aber vielleicht gibt er da schon die Anweisung auf die Tribüne. So sieht es zumindest aus, dass sich mal einer warm machen soll. Das ist gar nicht eine so einfache Angelegenheit im Ostseestadion. Kletterfähigkeiten gefragt. Aber Zimmer steht wieder und kann weitermachen. Immerhin, der Kollege hat sich sportlich betätigt. Wohin auch immer er geeilt ist auf der Tribüne. Währenddessen gibt es die nächste Ecke für Kaiserslautern. Eckenverhältnis 3:1. Für Kaiserslautern auch da die Oberhand. Und da haben wir die zwei Funktürme wieder drin. Alexander Winkler und Kevin Kraus. Sie immer im Spotlight auf jeden Fall bei Standardsituationen. Schauen wir mal, ob der Ball von Redondo ankommt. Ja, und Aluminium. Diesmal war es nicht Winkler oder Kraus, sondern Elias Huth. Ihm fehlen Zentimeter zum zweiten Tor in Folge. Das wäre es gewesen. Vor der Halbzeit noch, aber es geht weiter. Wieder Huth und Rostock hat hier alle Mühe. Haben hier alle Hände und Beine voll zu tun. Und hier haben wir Elias Huth, den 24-Jährigen, der hier richtig gut zur Geltung kommt, sich durchsetzt. Und dann einfach nur Pech hat, dass der vielleicht auch noch irgendwie anders abprallt. Der Rebound nicht bei Lautern gelandet. Aber das 2:0 hätten sie meiner Meinung nach verdient. Gibt die nächste Gelegenheit. Ecke Nummer 4 gleich hinterher. Lautern dominiert dieses Auswärtsspiel an der Ostsee. Wieder Redondo. Wieder kommt er in den Rückraum. Schifci. Kolke. Nächster Ball, wieder Kolke. Oh, der langt da noch mal hin, aus Frust auch. Also müsste Gräfe für mich das Spiel mal ein bisschen beruhigen. Da hat er schon ausgekeilt, aber er schlägt da nach hinten aus, wenn ich es richtig gesehen habe. Auch wenn im Fußball die Erdanziehungskraft manchmal groß ist. Schauen wir noch mal drauf. Hier, ja, also der Schlag ist da, ob er ihn trifft, können wir noch mal in dieser Wiederholung vielleicht sehen. Der Versuch von Cifci jedenfalls stark und dann geht der Ellenbogen nach hinten weg, auch wenn es nicht der Knockout war vielleicht, aber ich finde, da muss Gräfe sich eigentlich Kolke schnappen und mit ihm ja auch nur der Versuch einer Tätlichkeit strafbar sein kann, in dem Fall nicht. Aber Lautern kurbelt weiter an, schiebt sich nach vorne an, nächste Chance, 42. Minute. Kenny Redondo, stark eingesetzt von der rechten Seite. Puh, also langsam von Hercher hier die Flanke. Müsste es schon 0:2 stehen. Jetzt ist es ganz eindeutig, dass Lautern hier die Hosen anhat und Rostock die Hosen stramm zieht bisher. Das wird Sieg in Waldhof, da waren sie von Anfang ja, mit einigen kleinen Ausnahmen bis zum Ende richtig stark drauf, auch wenn am Ende die Puste ein bisschen ausging. Schauen wir mal, wie es heute ist. Von der Ostseewelle schwappt bisher nur ganz wenig den Lautzran vor die Füße. Also da ist nichts mit Brandung oder sonst was. Schauen wir mal, ob Rostock hier noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen kann oder ob sich das hier als einseitige Angelegenheit bis zum Ende der ersten Halbzeit durchzieht. Jens Härtel vermisst die Gegenbewegung. Sie haben es gehört. Das ist nicht das Einzige, was seine Mannschaft bislang vermissen lässt. Wie gesagt, 4 Siege, 4 Heimspiele 2021. Und wenn wir nochmal in den Statistiktopf greifen, seit der Drittliga-Gründung im Jahr 2008 gab es nur 9 Mannschaften, die nach 4 Siegen, nach 26 Spieltagen 4 Siege hatten und dann nicht abgestiegen sind. Also alle 9 sind abgestiegen, die 9 Mannschaften. Aber Lautern ist jetzt dabei, die Statistik auszubügeln. Weiter körperlich präsent. Rostock kann sich nicht befreien. Da fehlt auch der richtige Plan, sich mal Kaiserslautern zurechtzulegen. Es geht maximal bis zum Strafraum. Gab mal 1, 2 Bälle, die Lautern zu verteidigen hatte im 16er. Ansonsten war das hier astrein. Eigentlich nur diese eine Szene von Roßbach, wo es gefährlich wurde nach 23 Minuten. Ansonsten macht das Lautern hier bockstark. Und der Freistoß von Türpitz, den können wir noch zählen, aber da war Spahić auf dem Posten. Und Marco Antwerpen kann wirklich zufrieden sein. Das Einzige, was ihm vielleicht abgeht, das zweite Tor. Hat seine Mannschaft hier richtig gut eingestellt. Es gab viele Gespräche auch unter der Woche, um nochmal zu sensibilisieren und auch um zu selektieren für sich selber. Nachspielzeit läuft schon. Und ich glaube, Marco Antwerpen ist schon wieder kurz davor, die gelbe Karte zu sehen. Manuel Gräfe sagt, jetzt reicht's so langsam. Jetzt reicht's. Also ich habe sie noch nicht gesehen, sie bleibt noch in der Tasche. Aber er muss aufpassen. Zimmer. Lautern macht gut die Räume zu. Cifci in dem Fall wieder Auch Ritter lässt sich immer wieder fallen. Und gibt es noch den Pfiff? Jawohl. Also, letzte Gelegenheit gehört auch den Gästen. Weil sich Ritter hier gut durchsetzt. Ja, und dann steht Löhmannsröben so ein bisschen im Weg. Und das ist für mich in Ordnung, diesen Freistoß noch zu pfeifen. Der Innenverteidiger Jan Löhmannsröben mit Roßbach. Sehr viel zu tun. Und jetzt ist es Ritter oder Sehe. Ja, der wird nicht ausführen, der Innenverteidiger. Interessante Variante. Marlon Ritter in die Mauer. Und dann vielleicht nochmal die Gelegenheit für Rostock. Aber der Ball zu weit. Das dürfte es dann gewesen sein aus der ersten Hälfte. So ist es. Kaiserslautern führt mit 1:0 bei Hansa Rostock und das sowas von verdient. Sie machen hier ein super Auswärtsspiel, führen durch den Treffer von Kevin Kraus in der 25. Minute. Sein Team, die Antwerpen 11. Darauf lässt sich aufbauen. Einzig, was fehlt, vielleicht das zweite Tor, weil sie hier ein richtiges Chancenplus haben im Vergleich zur Truppe von Jens Härtel, die hier bisher überhaupt noch nicht in Schwung kommt an der Ostsee, im Ostseestadion. Also, es gibt einiges zu analysieren und das tun im Studio Marcel Ziemer und Lea Wagner. Ihr beide, bitteschön. Vielen Dank, Michael Bollenbacher. Also, der erste FC Kaiserslautern führt durchaus überraschend mit 1:0 an der Ostsee beim Aufstiegsaspiranten. Bei mir ist Marcel Ziemer im Studio, 5 Jahre in Lautern, 4 Jahre bei Hansa Rostock gespielt. Wir haben uns eben beide angeschaut, was ist mit Lautern los? Der beste Auftritt für mich seit dem Derby. Vielleicht triggert sie dieses Blau von Hansa Rostock, ist irgendwie ein gutes Zeichen. Wie hat Ihnen die erste Halbzeit gefallen? Ja, genau so. Der FCK macht das super, die gehen vorne richtig gut drauf. Gerade so bekommen sie die Chancen dann auch und Hansa Rostock kann sich irgendwie gar nicht befreien. Die können ihr Spiel nicht spielen, was sie gerne machen. Und ja, wenn der FCK so weiterspielt, haben sie natürlich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Vor allem zeigen Sie aktuell gerade genau das auf dem Platz, was Sie am Samstag gegen Meppen haben vermissen lassen. Dieses Pressingverhalten, diese Zweikampfhärte, das Zweikampfverhalten. Was macht Lautern gerade stark, beziehungsweise warum sind Sie präsenter als Rostock? Ja, weil sie genau das machen, vorne draufgehen, den Gegner immer wieder verunsichern. Rostock hat gar keine Zeit, irgendwie sich ja, zu formen, weil immer wieder diese Nadelstiche kommen. Und vor allem auch die körperliche Präsenz, finde ich, macht der FCK richtig gut. Suchen auch mal die Tiefe, suchen auch schnell einen Abschluss und lassen hinten eigentlich auch gar nichts zu. Von daher passt es. Sehr vielen Dank für die erste Einschätzung. Wir sprechen natürlich in der Halbzeitanalyse. Davor gucken wir aber erstmal auf die zweite Liga. Die hat gestern den Spieltag in der zweiten Liga Heidenheim eröffnet. Auswärts in Würzburg zu Gast. Und Heidenheim bestätigt seine Herausforderung. 40. Minute. Elias Huth auf Seiten der Lauterer. Den hatten nicht mehr ganz so viele auf dem Schirm. Hatte keinen so leichten Stand, hat ihn aber verbessert jetzt nach seinem Tor letzte Woche gegen Meppen. Und auch da hatte er quasi das zweite Tor in Folge auf dem Fuß nach der Ecke. Setzt sich da durch, dann war es der Innenpfosten. Ja, Elias Huth hat ja letzte Saison, glaube ich, bewiesen, in Zwickau, glaube ich, war er, dass er da Tore schießen kann. Hat, glaube ich, auch letzte Woche das Tor gemacht. Und, genau. Ja, ich finde, dass er es super macht. Beide vorne, die laufen immer wieder an und hätten dann, weil ein Stürmer einfach sowas braucht. Ja, nun war es der Pfosten, aber es gibt noch eine Halbzeit. Sagt einer der Rekordtorschützen der dritten Liga. Man sollte ihm Glauben schenken. Also es gibt noch 45 Minuten. Marcel Ziemer hat die perfekte Überleitung. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Hansa Rostock gegen den 1. FC Kaiserslautern. Michael Bollenbacher, bitte. Ja, danke Lea. Also und auch eine gute Nachricht für Marcel Ziemer. Es gibt eigentlich nur einen, der ihn überholen kann, Pascal Breyer, der hier sozusagen im Dunstkreis ist bei Hansa Rostock in der ewigen Drittligatabelle, 57 Tore geschossen. Aber heute sitzt er noch auf der Bank und kommt bislang nicht zum Zug. Hier haben wir Marco Antwerpen. Mal schauen, ob er was umstellt. Letzte Woche, wie gesagt, da gab es diese Vollrotation mit 5 Wechseln. Zwischen Minute 54 und 57. Bislang, finde ich, gibt es eigentlich kaum Grund zu wechseln, beziehungsweise keinen Grund für ihn, hier zu wechseln. Auch sie kennen sich, John Verhoek. Und da haben wir Thomas Hengen, den neuen Geschäftsführer Sport bei Kaiserslautern. Der Heimkehrer, geboren in Landau an der Pfalz, früher ja selber gespielt für die Lauterer. Pokalsieger geworden, dann 98 der Abstieg. Und dann war er von 2001 bis 2004 nochmal da. War davor, vor seiner Tätigkeit, Sportdirektor bei Alemannia Aachen und auch als Scout international unterwegs. Everton, HSV, West Ham United. Nimmt das Team erstmal in die Pflicht. Sagt, hier haben wir ihn, ganz nah an der Bank dran. Wir wollen den Nicht-Abstieg schaffen. Und dann soll er auch für Personal sorgen. Und das alte Personal spielt weiter. Kaiserslautern, zweite Halbzeit, von links nach rechts in den roten Trikots. Nach dieser konzentrierten, konsequenten und körperlichen ersten Halbzeit. Das vierte K ist so die Frage, die Kraft. Schaffen sie es die ganze Zeit so durchzupowern, so hoch zu pressen? Ich bin gespannt. Personell haben wir jetzt nichts gesehen, was sich da verändert hat. Also unverändert. Bisschen überraschend vielleicht aus Rostocker Sicht zumindest. Aber gleich vielleicht die erste Möglichkeit. Handspiel reklamiert. Winkler. Gräfe lässt weiterlaufen. Omladič. Und so schnell kann es gehen. 47. Minute. 1:1. Und Nik Omladič macht so einfach und so schnell kann es gehen. Drittes Saisontor für den Slowenen. Und das ist mal so ein Start, den Kaiserslautern überhaupt nicht gebrauchen kann. Hier ist doch ein neuer, wenn ich es richtig gesehen habe. Rhein ist dabei, dann Bahn und dann direkt weiter zu handlungsschnell auf Nik Omladič mit dem feinen Füßchen hier weitergeleitet. Und dann kommt Spahić nicht mehr dazwischen, der rauscht an ihm vorbei. Kurzer Pfosten, kurzes Eck, Lautern noch nicht so konzentriert wie in der ersten Halbzeit. Bitter. Also das sortiert gehabt oder noch nicht mal richtig sortiert gehabt. Und dann zeichnet das eben auch so ein Team aus wie Hansa Rostock. Eine Chance. Herzog in der Simon Rhein für Herzog in der Partie. Das für sie noch Der Wechsel also bei Rostock. Hier haben wir ihn, die Nummer 5. Gleich am Tor auch beteiligt. Und das muss Lautern erstmal verarbeiten. Machen sie aber mit einem tollen Ball auf Redondo. Der legt sich den aber zu weit vor. Ballverarbeitung nicht optimal. Schön in die Spitze geschickt. Ein wunderbarer Ball von Marlon Ritter. Und dann legt er ihn sich zu weit vor, statt den sich quasi direkt zum Abschluss vorzubereiten. Erster Kontakt nicht gut und die Miene von Marco Antwerpen hat sich etwas verfinstert. Also verdient ist es nicht, sein Tor hier von Nik Omladič, aber das zählt im Fußball bekanntlich nicht. Schön rausgespielt war es allemal und einfach eiskalt abgeschlossen. Löhmannsröben mit Eleganz und der Neue. Simon Rhein. Wieder mit Omladič. Rhein, wieder ein guter Ball. Also der bringt Schwung rein. Erst die zweite Ecke für die Rostocker. Das müssen sie jetzt erstmal mental verarbeiten. Kaiserslautern auch. Ausgleich. Huth. Zimmer, jetzt mal die Chance. Wer ist dabei? Vorne Redondo. Nein, Uaim ist es. Enes Uaim. Und dann Roter. Gräfe lässt das laufen. Schauen wir uns nochmal an. Gibt die Ecke. Ja, für mich ist das auch zu wenig. Ist in Ordnung, wie ich finde, da keinen Freistoßpfiff zu geben gegen Rostock. Nächste Ecke Lautern. Wieder Redondo. Bislang mit 4 Saisontoren und 5 Assists. Zuletzt gegen Dresden getroffen bei dieser unglücklichen Auswärtsniederlage. 3:4. Noch unter Jeff Saibene, dem Luxemburger. Und Bentley Baxter Bahn hier gefoult worden. Von Chifchi kriegt er da ein bisschen was mit. Kam von Halle vor der Saison, erfahrener Drittligaspieler auch. Und das ist jetzt ein anderes Spiel. Und auch Jens Härtel scheut sich nicht vor Heavy Rotation. Da haben wir Pascal Breyer auf der rechten Seite, den ehemaligen Großasbacher Stuttgarter. Bei 0:2 Rückstand gegen Ferl auch vierfach mal zur Pause durchgetauscht. Jetzt erstmal Simon Rhein, aber es scheinen auch gleich 2 neue wieder zu kommen. Hercher. Handspiel vom Neuen. Simon Rhein. Und Jens Härtel scheint früh in der zweiten Hälfte 2 weitere Joker zu ziehen. Zimmer. Keine gute Ballannahme, aber Cifci arbeitet direkt wieder mit. Wichtig, dass die Körpersprache positiv bleibt. Bei Kaiserslautern kämpferisch erstklassig in der ersten Halbzeit. Und jetzt gibt es den Freistoß. Hier haben wir Rhein. Mann mit Bundesliga-Erfahrung, kam vom 1. FC Nürnberg, neu in der Winterpause. 8-mal Bundesliga gespielt, unter anderem unter Michael Köllner und Boris Schommers, dem Ex-Lautern und eben Ex-Nürnberg-Trainer. Direkt zu Beginn 8-mal Startelf bei Hansa Rostock. Hier verursacht er den Freistoß und die nächste Chance für Kaiserslautern. Hat ja schon mal geklappt in der ersten Halbzeit nach einem Freistoß. Zuck mit der Vorbereitung, Kraus mit dem Tor. Jetzt vermutlich wieder Ritter. Nein, es macht Winkler tatsächlich. Mit dem Versuch direkt zu zentral für Kolke, der es schnell probiert. Und das ist Nico Neidhart, torgefährlicher Rechtsverteidiger. Rein. Und Rostock versucht sich jetzt mal so ein bisschen Ballbesitz, Staffetten, ein bisschen Kontrolle, Spielkontrolle zu verschaffen. Ja, da muss Zug hinterher, sonst kommt der Verhoek noch an. Gut gelöst. Defensiv sehr, sehr aufmerksam in der ersten Hälfte. Aber dann über seine Seite eben der Ausgleich gefallen. Das ging einfach zu schnell. Ein guter Moment von Bahn. Reingechippt in den Lauf und dann das Tor von Omladič. So, und jetzt ist es soweit. Türpitz geht raus. Philipp Türpitz, gefährlichste Szene, dieser Freistoß in der ersten Hälfte, den Spahić gut rausgeholt hat. Und Leon Lauberbach habe ich gesehen. Außerdem kommt Pascal Breyer, also volle Offensive jetzt von Jens Härtel. Und der Torschütze geht auch raus. Nik Omladič. Der Slowene. Da haben wir Leon Lauberbach, großgewachsener Stürmer, 1,94 groß, Neuzugang, ausgeliehen von Holstein Kiel. Und Pascal Breyer, der ist bekannt in der dritten Liga. Jugend beim VfB Stuttgart gespielt, VfB 2, dann in der dritten Liga. Ganz erfahrener Mann, 252 Spiele und wie gesagt 57 Tore, also Platz 10 in der ewigen Torschützenliste. 7 Plätze hinter Studiogast Marcel Ziemer. Schauen wir mal, wo sie sich dann einreihen. Die zwei nominellen Stürmer. Lauberbach, hier haben wir ihn am Ball gehabt, etwas zurückgezogen und hier ist Breyer, der offenbar erstmal die Omladic-Position im rechten Mittelfeld einnimmt. Neidhart. Weiter geht's. Druck von Hansa nimmt zu. Cifci mit Zuck. Andere Körpersprache jetzt auch bei Rostock. Da hat es wahrscheinlich ein bisschen gescheppert in der Kabine. Kann ich mir vorstellen, nach diesem Auftritt. Guter Ball von Redondo. Nimmt Huth mit. Elias Huth, da ist ein bisschen Platz, spielt ihn hinten rum und der verunglückt. Hätte gedankenschneller kommen müssen, der Ball auf die linke Seite meiner Meinung nach. Da war einer durchgestartet, beziehungsweise ein bisschen Raum da in der Schnittstelle. Dann wäre das vielleicht gefährlich geworden. Breyer spielt also rechts außen. Lauberbach hier mit der 15 auf der linken Seite. Nehmen die Türpitz und Omladič-Position ein. Verhoek scheint zunächst mal weiter den Stoßstürmer vorne drin zu geben. Hier haben wir Pascal Breyer. Baxter Bahn in der Mitte. Und Winkler noch gut gerettet vor der Linie. Natürlich nicht ohne Risiko. Von Zuck. Und dann das Foul von Bentley Baxter Bahn, das auch er gesehen hat, Manuel Gräfe. Ja, der hat schon gute Spiele gepfiffen in dieser Saison. Hier haben wir es. Da erwischt der Kraus unter anderem Dortmund-Bayern, das Hinspiel. Heute Abend ja das Rückspiel. Zuletzt Leipzig gegen Gladbach. Gepfiffen dieses 3:2, also der ist ganz oben im Feinkostregal unterwegs. Heute das dritte Mal Hansa in dieser Saison. Und auch Lautern mit dem nächsten Wechsel. Adam Lussek kommt rein, Enes Uaim raus, Adam Lussek, der Tscheche. Und ich glaube, Uaim lief dann nicht ganz so rund. Lussek, der Defensivrotation zum Opfer gefallen unter Marco Antwerpen. Jetzt ist er wieder dabei. Darf gleich mal eine Ecke mitverteidigen. Ritter. Rustikal. Winkler mit Kraus, wachsam. Sein Team besser drin, kann das Ganze ausgeglichener gestalten, wirkt gefährlicher. Ja, und hier Redondo bleibt liegen, wieder kein Pfiff. Von Gräfe. Ja, ein bisschen lauter wird es an der Seitenlinie. Hier Löhmannsröben. Und hier haben wir nochmal diesen Einsatz hier von Baxter Bahn gegen Kraus. Klares Foul für mich. Und auch Jan Löhmannsröben, der verschafft sich mit seinem Ellenbogen im Zweikampf Platz. Wird ja oft gepfiffen, sowas. Hier nicht. Lautern im Ballbesitz geblieben. Also Redondo, der hat schon mächtig Meter gemacht in der ersten Hälfte. Hier haben wir Lussek. Sieht jetzt so aus, als würde er die Linksverteidigerposition von Hendrik Zuck einnehmen. Zuck im linken Mittelfeld und Rostock auf dem Vormarsch. Lauberbach. Und da haben wir Lussek. Der ersten Klärungstat Ritter. Jetzt die Chance für Lautern. Gut überspielt, aber da kommt Kolke. Ah, ein Tick hat gefehlt. Lautern bleibt durchaus offensiv präsent. Ist nicht so, dass sie jetzt hier gar nicht mehr zu sehen sind nach diesem Schlag nach vorne von Zuck. Und dann muss Kolke hier gegen Redondo ran. So, wieder Aufregung. Während wir hier nochmal Kolke sehen. So, nochmal auflösen, was da genau passiert ist. Es ist wieder Kenny Prince Redondo. Und diesmal gibt es den Freistoß. Also dem gibt es richtig auf die Knochen hier im Deutsch-Spanier. Den letzten Freistoß hat Winkler geschossen. Mit links. Diesmal Vollversammlung. Zunächst mal. Auch Zuck hat einen linken. Hat er in der ersten Hälfte schon mal gezeigt. Gefühl und Härte. Gefühl bei seinem Assist auf Kevin Kraus. Jetzt liegt er eigentlich gut für seinen linken. Redondo macht da noch ein bisschen Action. Und ausgeguckt den Versuch von Çiftçi. Hikmet Çiftçi defensiv im Mittelfeld unterwegs. Gesetzt. Tolles Spiel gemacht gegen Waldhof Mannheim. Ja, die Schwungfeder bei Kaiserslautern im Mittelfeld. Hier haben wir den Neuen, einer der Neuen, Lauberbach. Ja, und sie versuchen es spielerisch zu lösen. Klasse, der Ball auf Huth, aber Löhmannsröben geht da mit allem, was er hat, mit all seiner Erfahrung dazwischen. Der Mann mit den kernigen Aussagen. Und von dieser Position hat Rostock beim letzten Spiel das Tor kassiert. In Lübeck, langer Einwurf von der linken Abwehrseite und dann mit dem zweiten Ball das Tor. Also, ja, Redondo liegt schon wieder. Jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Nicht optimal geklärt. Marlon Ritter nochmal rein ins Getümmel. Aber zu weit für Çiftçi. Schade, die Gelegenheit war da. 25 Minuten vor Schluss. Lautern versucht sich jetzt wieder so ein bisschen Oberwasser zu erkämpfen an der Ostsee, wo wir sie da im Hintergrund sehen. Virtuell zumindest auf Plakat. Denkaufgabe auch für Marco Antwerpen. Heute zufriedener natürlich. Auch deshalb bisher nur ein Wechsel mit Adam Lussek für Enes Uaim. Seine Elf gut funktioniert, aber ich glaube, die Körner werden dann irgendwann mal ausgehen. Vor allem auch Redondo, der hier einstecken musste und läuferisch alles abgespult hat bisher. Spannung ist da in diesem Traditionsduell. Gut von Kraus. Sie haben immer wieder die hohen Bälle zu verteidigen. Hercher hinten mit dabei. Wieder weiter laufen gelassen von Gräfe. Und Löhmannsröben im Duell mit Elias Huth. Guter Ballgewinn wieder. Also sie setzen Rostock zu, die haben Probleme, die haben es weiterhin nicht leicht, sich da durchzukombinieren. Wenn sie nicht Anfang der zweiten Hälfte gepennt hätten, die Lauterer, dann wäre das hier vermutlich weiterhin eine runde Angelegenheit. So ist es dann der eine Punkt bislang. Parallel muss der Rivale sozusagen für Lautern heute einspringen. Waldhof Mannheim bei Magdeburg zu Gast. Später dann 17:30 Uhr bei SWR Sport Fußball. Gerne reinschauen. Mal sehen, ob die mitgeholfen haben, dass Magdeburg da nicht rauskommt. Jetzt mal Lautern wieder. Lusseks Zuspiel kommt nicht an und dann will Cifci den Freistoß gegen Bahn, aber keine Proteste. Also Manuel Gräfe lässt hier die lange Leine. Pfeift hier überhaupt nicht kleinlich. Eine gelbe bisher für Omladič. Und das war's. Ansonsten wirklich nur klare Angelegenheiten, die er hier pfeift. Bin gespannt, ob und wann Antwerpen dann mal noch offensiv was ändert. Winkler nimmt da Bahn kurz in den Klammergriff. Also großes Duell zweier großer Namen und ein großer Name auch beim Unparteiischen. Hat die Partie aber im Griff. Hercher. Aber Redondo macht das nicht schlecht. Ball trotzdem bei Hansa Rostock. War schwer, den noch zurückzuerobern. Spahić spielerisch mit Adam Lussek. Auch er ja mit Bundesliga-Erfahrung für den VfB Stuttgart, für den 1. FC Nürnberg. Oh, da kriegt er, glaube ich, noch einen mit. Also auf den haben sie es jetzt abgesehen. Tatsächlich auf Kenny Prince Redondo, Neidhart. Ich glaube, hier kommt nochmal, ja. Und das war für mich nicht sauber. Also da bin ich nicht ganz einverstanden. Da könnte, wenn er es denn gesehen hat, Manuel Gräfe dann doch nochmal einfach, um ein Signal zu setzen, mal die gelbe Karte zücken, weil sonst treten die Rostocker munter weiter Richtung Kenny Prince Redondo. Pure Absicht von Nico Neidhart, der Sohn von Christian Neidhart, Trainer von Rot-Weiß Essen. Kürzlich ja im Viertelfinale gescheitert an Holstein Kiel. Und hier Lauberbach mit dem Handspiel. Also es wird so ein bisschen ruppiger. Der Spielfluss, den wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, etwas dahin. Viele Nicklichkeiten, viele Unterbrechungen jetzt. Viel Kommunikation, wie Sie unschwer hören können. Knapp 20 Minuten. Ohne Nachspielzeit sind es noch. Ritter. Der ist zu nah vors Tor gezogen. Kolke versucht, das Spiel immer wieder schnell zu machen. Jetzt mal über links mit Schwede und Lauberbach. Hat mal ein bisschen Platz. Da startet... Aber dann im Abseits der Kollege. Und jetzt die Chance für Breyer. Spahić hält ihn nicht fest. Und dann war, glaube ich, Schwede noch dabei. Also das ist eine brenzlige Situation. Ja, Ritter macht das gut. Klasse Übersicht. Jetzt die Chance für Lautern. Redondo braucht zu lange. Also da war so viel mehr drin in dieser Szene. Sie machen sich's auch selber schwer dann ab und an offensiv. Vorhin schon Kenny Prince Redondo, Probleme bei der Ballverarbeitung. Jetzt zwei heiße Szenen innerhalb von einer Minute. Erst hat Spahić seine Vordermänner mal Nerven gekostet und dann hat Redondo das 1:2 hier auf dem Fuß, aber kriegt es wieder zum wiederholten Male nicht hin. Und jetzt ist, glaube ich, auch Schluss für ihn, für den Offensivmann. Gösitok kommt rein, zweiter Wechsel für Kaiserslautern. Anil Gösitok, der sich über die Lauterer Jugend zu den Profis gespielt hat. Diese Saison erst sein Debüt gegeben. Offensiver Mittelfeldspieler, dürfte positionsgetreu sein. Der Wechsel. Da haben wir ihn. Anil Gösitok. Und ich meine, dass Tobias Schwede eben die große Chance hatte im Nachschuss, als den Spahić nicht festhalten konnte. Aber gibt keine Zeit hier zu analysieren, sondern es geht direkt weiter. Partie jetzt so Richtung entscheidende Phase. Die letzte Aktion von Redondo hätte dann die Führung sein können. Und angesichts der brenzligen Situation fast schon sein müssen. Denn es ist wieder das alte Lied, das Marco Antwerpen auch bemängelt hat. Wir müssen natürlich auch die Chancen nutzen. Und die waren da, ganz klar heute. Spielerisch keineswegs unterlegen beim Aufstiegsaspiranten aus Rostock. Aber sie machen die Dinger nicht. Wir werden bestimmt gleich nochmal die Gelegenheit bekommen, drauf zu schauen, aber das Spiel beruhigt sich einfach nicht zurzeit. Jetzt mal. Der dürfte schwer werden. Ja, kommt aber bei dem Acker hier noch runter. Abstoß. Hercher gegen Roßbach, der hat auch einiges schon in den Beinen. Hier haben wir es nochmal. Breyer, und dann hält ihn Spahić nicht fest und dann Schwede im Nachschuss. Das war richtig fein gemacht. Da ist Roter mal ausgespielt von Ritter. Und dann ist Redondo da. Der kriegt ihn nicht so richtig verarbeitet. Legt ihn sich dann nochmal zurecht auf dem linken. Und dann ist Kolke schon vor ihm aufgetaucht. Also das war die Chance. Und ich sag mal, Kenny Prince Redondo, 98 Zweitligaspiele. So viel Erfahrung. Hat ja auch schon viermal getroffen jetzt in dieser Saison, aber bei einem Mann mit so viel Erfahrung muss der dann zumindest gefährlicher kommen und nicht mit diesen Problemen bei der Ballannahme. Auch durch die Ideen von Marlon Ritter immer wieder gute Chancen für Kaiserslautern. Jetzt aber wieder Rostock. Offener Schlagabtausch. Lauberbachs Flanke. Kann Avdo Spahić jetzt mal nutzen, um die Partie hier so ein bisschen zu beruhigen. Viertelstunde noch. Es ist heiß, es ist intensiv. Es gibt Chancen. Es ist dieses Traditionsduell, das man sich wünscht. Aus lauterer Sicht natürlich nicht dieses Ergebnis. Huths Kopfball vor der Halbzeit, wenn der reingeht. Aber das ist hätte, hätte. So steht es 1:1. Und Lautern braucht eigentlich ein zweites Tor. Cifci sucht die Anspielstation. Das war die denkbar schlechteste Option. Leichter Ballverlust. Also man muss sagen, das, was sie trainiert haben, diese Passqualität, das Umschaltspiel, auch die Ballverluste zu minimieren und die Ballgewinne zu optimieren. Das ist Lautern wirklich gut gelungen. Aber das Ergebnis passt nicht. Das war's für Philipp Hercher. Gutes Spiel gemacht, wie ich finde, sehr fluide unterwegs, also sehr flexibel in den Positionen. Und es kommt Anas Bakat, auch letzte Woche eingewechselt worden für Uaim. Philipp Hercher, gutes Spiel gemacht, viel gelaufen, auch offensiv für Gefahr gesorgt. Bakat, defensiver zentraler Mittelfeldspieler, gebürtiger Mainzer. 16. Drittligaspiel. Und der dritte Wechsel bei Kaiserslautern. Jetzt die nächste Möglichkeit. Er geht weit. Da haben wir den Neuen. Anas Bakat, 20 Jahre jung. Vielleicht kann er das Spiel nochmal ankurbeln für Lautern. Es ist eine ähnliche Situation wie letzte Woche gegen Meppen. Mit diesem Unentschieden, klasse von Lussek. Das war wichtig, dass er den Breyer vom Fuß stibitzt. Oh, und das nicht so gut, aber Spahić ist da. Cevci. Rostock jetzt engmaschig da im Mittelfeld unterwegs, gibt Lautern weniger Räume. Hier haben wir Bakat. Ritter lässt sich auch immer wieder fallen an die Seite von Cevci in vorderster Front. Elias Huth, also Lautern gegen den Ball auf dem 4-2-3-1 unterwegs. Neidhart, Bentley Baxter Bahn. Neidhart wieder, Winkler. Gut geklärt, aber Zug kriegt er nicht richtig, aber im zweiten. Geht auch so, jetzt, wie viel haben sie noch hier im Tank? Wie viel können sie noch? Sind drei neue auf dem Platz. Das war Gösitok auf Lussek. Jetzt mal eine gescheite Flanke rein. Da ist der Neue und da war die Chance. Anas Bakat sah sehr gut aus im Ansatz. Wenn der ein bisschen schärfer kommt, sind das gerne Bälle, die mal reingehen, wenn der ein bisschen noch schärfer kommt. Aber Kolke auch schnell unten. Eine seiner Stärken, stark auf der Linie. Torwarttrainer übrigens bei Hansa Rostock, Dirk Orlishausen. Und unterdessen schon wieder Lautern. Gösitok, jetzt die Chance aufs 1-2, wieder nichts. So langsam wird es zum Haare raufen für Kaiserslautern. 82. Die nächste. Da waren wir noch in der Wiederholung. Und da hatte Gösitok sich gut hier Platz verschafft. Das lange Eck anvisiert. Klasse, wie er Roßbach abschüttelt. Und dann fehlt eben ein halber Meter für die Führung. Bringt hier Schwung rein, der Neue, aber nicht das zweite Tor. Wäre gleichzeitig sein erstes Tor gewesen für Kaiserslautern vom gebürtigen Tübinger. Letztes Jahr Profivertrag unterschrieben, kam 2014 aus der Jugend vom SSV Reutlingen in die Jugend von Kaiserslautern. Schade drum für den 20-Jährigen. Wäre das eine Geschichte gewesen. Kommt hier rein. Und dann bei dem Spitzenteam aus Rostock. Es tut weh, wenn man es mit den roten Teufeln hält. Diese Chancen Jetzt kann man es mittlerweile fast Verschwendung nennen, wenn man die Chancen der ersten Hälfte noch mitzählt. Da kann man ihnen nicht viel vorwerfen. Aber vorhin Redondo, das war schon groß. Ich spreche es zum wiederholten Mal an, ja, aber das ist die Geschichte der zweiten Hälfte. Denn ich sag mal, außer diesem kleinen Aussetzer von Avdo Spahić, den Schwede dann nicht verwandeln konnte, und dem Tor von Hansa Rostock durch Omladič in der 47. Minute stand Lautern konzentriert und hat das konsequent verteidigt. Und Lautern hat Lust, hier noch eins draufzulegen. Jetzt vielleicht. Wieder Backert beteiligt. Und das ist Gösitok. Die beiden Joker im Zusammenspiel, der dürfte kein Problem sein für Kolke. 30-jährige Kapitän von Rostock. Und auch wenn das Ergebnis frustrierend ist und Kevin Kraus hier einen Fehlpass ins Aus spielt, auch der Innenverteidigung um Winkler und Kraus muss man ein Kompliment machen, dass sie John Verhoek, diesen Stoßstürmer, dieses Gerät da vorne drin, so in Schach gehalten haben. Finde ich überhaupt nicht zur Geltung gekommen. Stattdessen Ritter, ein wirklicher Pluspunkt in Lauterns Offensive. 5 Minuten, gute 5 Minuten noch zu gehen. Und Lautern macht Rostock das Leben weiter schwer. Jetzt ist es Gösitok, der hier die Beine unter die Arme nimmt und versucht, Kolke unter Druck zu setzen. Ja, da war der neue Lauberbach. Und Zimmer, trotz dieser, ich habe es vorhin mal angesprochen, erhöhten Entzündungswerte im Blut, scheint diesmal über die volle Distanz durchhalten zu können. 2 Wechseloptionen hat Marco Antwerpen noch. Sänger, Kleinsorge und Hanslick noch auf der Bank, was die Feldspieler anbelangt. Neues Kleinsorge. Scheinbar angekommen bei Kaiserslautern, aber dann doch mal wieder nicht in der Startelf wie schon vor 2 Wochen. Und das könnte ein teurer Ballverlust sein von Backert. Aber Rostock versucht es dann auch oft schnell und überraschend in die Spitze, aber kann den hier nicht weiterverarbeiten. Verhoek jetzt mit Lauberbach. Heiße Nummer wieder, aber gut gegangen. Lauberbach unglücklich bislang. Leon Lauberbach, gebürtiger Erfurter. Interessant, spannend bis zum Ende auf jeden Fall. Und Kaiserslautern hätte sich, wenn man von verdient sprechen möchte, dieses zweite Tor tatsächlich verdient. Nach den ganzen Chancen zusammengerechnet. Du musst festmachen. Fest. Was denn? Wechsel! So, Wechsel hören wir von draußen. Ich meine, es ist die markante Stimme von Jens Härtel. Kann man auch, wie ich finde, pfeifen. Also die Leine ist weiterhin lang. Lauberbach hier. Also gibt den nächsten Wechsel. Sonnenberg kommt rein. Ich meine, Roter ist es, der rausgeht. Erstmal Lautern wieder mit Winkler, der sich da versucht durchzuwurschteln. Björn Rother also raus, der defensive Mittelfeldspieler, und ein nomineller Innenverteidiger Sven Sonnenberg rein, hat sich vor einer Woche eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, beziehungsweise gegen Lübeck. Ist jetzt noch dabei. Breyer mit der Flanke. Gut geklärt von Anas Backert. Lautern geht weiterhin gut drauf. Macht Druck im Mittelfeld, dass sich Rostock hier das Spiel nicht breit ziehen kann. Ja, und guter Ball von Kevin Kraus auf Lussek. Gösitok, wenig Platz. Rostock steht hier dicht auf der letzten Linie. Zuck nochmal. Roßbach, jetzt aber. Jetzt gibt es das Foul. Huth gleich von 2. In Sandwich genommen. Rhein und Roßbach. So, also, es läuft die letzte Spielminute und es gibt noch mal die Standardsituation für Kaiserslautern. Marlon Ritter oder Hikmet Çiftçi. Çiftçis Ball vorhin nicht platziert genug. Marlon Ritter, für mich einer der stärksten bei Kaiserslautern. Vielleicht probiert er. Auf die Sekunde genau die 90. Ritter probiert's. Ritter! Fehlt ein gutes Stück. War das schon die letzte Gelegenheit hier? Kulke macht gar keine Anstalten da zu fliegen. Und Verhoek verhockt erstmal. Weiß nicht genau, was er sich da getan hat. Fasst sie jetzt mal ans linke, an den linken Fuß. Und das sieht nicht gut aus. Ich glaube, hier sehen wir es noch mal in der Mitte der Mauer. Und dann, da knickt er um mit dem linken Fuß. Das sieht gar nicht gut aus für John Verhoek. Ohne Gegnereinwirkung oder Mitspielereinwirkung. Also bei dem Acker musste das ja mal passieren. Das ist schon, der ist schon kräftig penetriert hier. Und das könnte bitter sein. Ja, und Jens Härtel greift nochmal zu einem Wechsel. Zum letzten. Ja, wird hier gestützt. Also sieht nicht gut aus für John Verhoek, den 31-jährigen Niederländer. Könnte das Sprunggelenk sein. Mit 8 Toren, wie gesagt, der beste Schütze. Und Gianluca Schulz darf noch für die letzten Minuten aufs Feld. Sie erkennen vielleicht die Frisur und so ein bisschen das Gesicht von der Seite, das Profil. Bruder von Nico Schulz, bekanntermaßen Profi bei Borussia Dortmund, ehemaliger Hoffenheimer. Gianluca Schulz dabei, sein Bruder. Nachspielzeit wurde angezeigt, aber nicht so, dass man sie sehen konnte. Also 3 Minuten läuft es auf jeden Fall mal. Spiel trudelt jetzt so langsam Richtung Schlusspfiff. Kann sich Lautern noch einmal, vielleicht ja mit so einem hohen Ball, eine Chance erarbeiten. Scheint hier aber abseits gewesen zu sein. Hier haben wir Verhoek. Für den geht es direkt in die Kabine. Und es sieht so aus, als würde es beim 15. Unentschieden bleiben für Kaiserslautern. Saisonrekord in der dritten Liga hat übrigens die SG Sonnenhof Großaspach mit 18 Unentschieden. Es war ein gutes Auswärtsspiel auf jeden Fall. Sie haben einmal gepennt, kurz nach der Pause. Und es ist noch nicht zu Ende, aber es sieht nicht danach aus, als gäbe es hier noch den Dreier. Jetzt nochmal energisch nach vorne gearbeitet von Backert. Und Manuel Gräfe lässt noch laufen, also vielleicht noch einmal ein langer Schlag. Winkler beordert Cifci nach vorne. Vermutlich die letzte Gelegenheit. Kommt er nochmal? Oh, gibt's Elfmeter vielleicht noch. Gösitok, aber Gräfe bleibt seiner Linie zunächst mal treu. Jetzt gibt's das Foul, aber was war da bei Gösitok los? Kolke beschwert sich bei ihm. Neidhart auf jeden Fall mal und dann achten wir noch mal drauf. Erwischt er hier Gösitok. Schwer zu sehen. Natürlich weiß Anil Gösitok hier, letzte Minute, letzte Möglichkeit, letzter Zweikampf, Elfmeter. Oh, und jetzt, ich glaube, Marco Antwerpen würde ich jetzt mal tippen, dass es ist, nach dem Einsteigen hier und nach der Vorunterhaltung, nach dem Vorgespräch mit Manuel Gräfe, muss wohl auf die Tribüne. Glattrot und zu allem Überfluss auch nochmal eine Chance für Rostock. Also wenn es jetzt nicht mit dem Teufel zugeht. Und es ist, wie es fast kommen musste. Es ist symptomatisch für dieses Spiel irgendwie in der 6. Minute der Nachspielzeit. Kassieren die roten Teufel noch das zweite Gegentor. Sie machen es selber nicht und dann trifft Damian Roßbach. Der Innenverteidiger, ja, 150. Minute ist ein bisschen übertrieben, aber die 96. war es mit dem Kopf ins Tor. Ein Streifer, da hat sein Helm beste Arbeit geleistet und es ist das Schlimmste, was Lautern passieren könnte, denn nach dem nicht gegebenen Elfmeter setzt er sich hier, ich weiß gar nicht, ob er ihn richtig erwischt, im Zweikampf, ich meine, gegen Winkler durch und erzielt vermutlich den Siegtreffer für Hansa Rostock. Der Punkt wäre doch irgendwie vielleicht mit einer Nacht drüber schlafen okay gewesen zum Verdauen. So scheint es die 9. Saisonniederlage zu werden und damit die 2. Niederlage nach Ingolstadt für Marco Antwerpen. Boah, also das ist so ziemlich der unglücklichste Spielverlauf, den man sich wünschen kann. Ich glaube, diesen Elfmeter, um es nochmal zu betonen, kein Muss, weil er ihn will. Wir werden vielleicht nochmal eine andere Perspektive bekommen. Schwer zu beurteilen, aber dann noch das Tor. Jetzt ist Spahić mit vorne, gewinnt das Kopfballduell, aber das war's dann vermutlich. Wir sind schon 7 Minuten, mehr als 7 Minuten drüber. Die Kogge gewinnt hier vermutlich durch dieses Tor. Roßbach gegen Winkler. Viel umjubelt. Und sie gewinnen höchstwahrscheinlich auch das 5. Heimspiel 2021. So ist es. Manuel Gräfe pfeift ab. Ein Tag zum Vergessen für den 1. FC Kaiserslautern. Es sieht schlimmer aus, als es war, denn es war von seiner Mannschaft ein richtig gutes Spiel von Marco Antwerpen. Und das wollen wir ganz schnell analysieren, denn wir haben keine Zeit mehr. Zurück ins Studio. Bitteschön. Wir haben allerdings noch ganz viel Zeit, und zwar ab 17:30 Uhr bei SWR Sport Fußball kann ich Ihnen ans Herz legen. Da dann die große Analyse und vor allem alle Stimmen zu diesem Spiel. Ja, Marcel Ziemer ist noch bei mir im Studio, ganz kurz. Jetzt fehlt auch noch der Trainer in den entscheidenden Spielen. Marco Antwerpen mit Rot gegen Ende, allerletzte Minute, der Führungstreffer für Hansa Rostock, unnötige Niederlage. Was macht noch Hoffnung? Naja, man muss zusammenrücken, man muss wirklich versuchen, alles zu geben. Ich meine, bei uns war das damals genauso, als wir gegen Abstieg gespielt haben. Man muss versuchen, alles dagegen zu stemmen, weil man weiß, was auf dem Spiel steht. Und natürlich ist das nicht einfach, mit so einem ganzen Ding, mit dem Spiel jetzt da weiterzugehen. Aber es gibt nichts anderes. Also die Situation ist, wie sie ist. Und da muss man natürlich damit umgehen können. Marcel Ziemer, schön, dass Sie da waren. Gerne. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß ab 17:30 Uhr dann. Das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag. Tschüss, machen Sie es gut.